So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach einer ganzen Weile, ich muss mal leise machen, mal wieder ein neues Let's Play von meiner Seite aus. Und zwar bin ich auf RimWorld gestoßen. Was heißt auf RimWorld gestoßen? Ist so ein Spiel, das ich eigentlich schon seit geraumer Zeit beobachte. Ich war immer zu geizig, mir es zu holen. Und jetzt, wo es aus dem Alpha-Status raus ist und ich es endgültig aufgegeben habe, darauf zu warten, dass es irgendwann mal im Angebot ist, habe ich es mir halt doch mal zugelegt. An sich ganz cooles Spiel, das ein oder andere Let's Play in diversen Alphas gesehen. Das neuere, ich weiß gar nicht, ob ich eine schon eins gesehen habe, in der finalen Variante. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Ich glaube, eins ist da gerade übergesprungen in die finale Variante. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal Bock drauf zu spielen, habe es mir besorgt, habe es auch schon ein bisschen gesuchtet. Es ist, glaube ich, immer noch ein klein wenig laut. Ist so besser, ja, ich glaube, so dürfte es besser sein. Genau, jetzt habe ich schon ein bisschen gesuchtet und wollte jetzt einfach mal ein schönes Let's Play draus machen, wo ich in aller Ruhe meine Kolonie aufbaue. Bevor die Frage kommt, Mods, wen es interessiert hier, meine kleine Liste mit diversen Mods, viele Sachen, sorry, viele Dinge, die Sachen einfacher machen, Heatmap, wo man sieht, wie warm es ist, Türmatten, das ist eine ganz nette Mod, dann sieht man, wie gut die Kolonisten drauf sind und so weiter, Trainingsräume, so ein paar Kleinigkeiten, relativ viel. Das hier ist einfach was Schickes, seht ihr nachher, ja, ein paar Bots und so weiter. Eine ganze Liste, wen es interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Gut, dann starten wir auch mit der Kolonie. Was ich von den Alphas noch kenne, war der Absturz. Und ich glaube, die späteren Alphas hatten sogar die verlorenen Stämme, bei denen weiß ich es gerade nicht. Ich würde verlorenen Stamm nehmen, bedeutet, man hat 5 Personen, die man aus 8 Stück aussuchen kann. Ja, und ist relativ schlecht, was den Tech angeht. Dafür hat man mehr Menschen. Ganz einfach. Genau, damit starten wir. Ich gehe ganz normal Cassandra Classic. Ich habe es mit reiner Zufall probiert. Es macht keinen Spaß. Da kann einem echt alles passieren. Phoebe klingt mir so ein bisschen langweilig. Bin ich mir nicht sicher, von dem her würde ich sagen, bleiben wir einfach mittel und starten mit der guten Cassandra Classic. Handschuh, ja, netter Seed, sonst nichts. Ja, generieren wir einfach mal eine Welt. Wimper im Auge, das ist ja ekelhaft. Gut, na, generieren wir schneller. So, da haben wir die Welt. Wo wollen wir hin? Seltsamer Wald. Klingt irgendwie ganz lustig. Hier sind aber relativ. Kann mich blau leiden? Nee, lila ist neutral. Auch so ein paar neutrale. Was haben wir hier unten? Neutral, die sind feindlich. Wo gehen wir denn hin? Ich will gerne gemäßigter Wald. Regenwald. Nee, eigentlich so Richtung. Nicht Temperatur, da kann man das Ganze ja. Wachstumsperiode, okay. Oh, nee. Links sein, wo gehen wir denn hin? Wüste machen wir schon mal nicht. Extreme Wüste. Sorry, no way. Was machen wir denn hier? Sieht hier ganz nett aus. Ne? Ist relativ viel in der Nähe. Ist da auch ein bisschen was Feindliches dabei, aber ist relativ wurscht. Was haben wir denn hier? Gemäßigter Wald. Okay, man muss es anders eingefärbt. Kein Plan. Wollen wir in den Fluss gehen? Ein Fluss wäre natürlich auch irgendwie ganz nett, ne? Aber ich weiß ja nicht, wie fett der auf der Karte ist. Ich habe keinen Bock, dass die Hälfte meiner Gegend aus Fluss besteht. Ach, das ist alles tropischer Regenwald hier. Eigentlich nicht hin. Würde ich dann eher hin, ne? Na, hier hingehen. Kleine Hügel. Dicht an der Straße. Wir haben relativ viel außenrum, wo man hin könnte. Ja, das nehmen wir doch. Gemäßigter Waldwachstumsperiode ganzjährig. Okay, auch eher strange. Wird uns wirklich kalt. Das nehmen wir doch. Klingt heimelig. So, dann gucken wir doch mal, wen wir alles mitnehmen. Interessant finde ich, dass die Namen sich immer wiederholen. Also braunes Auerhahn, die habe ich auch gerade in dem
Spiel, was sie so für mich vor mich hingammeln. Nur die Fähigkeiten sehen halt ein bisschen anders aus. Das ist schon mal sehr, sehr gute Handwerk und halbwegs brauchbare Mediziner. Konstruktion kann er lernen. Der gefällt mir. Der ist zwar steinalt, aber so what? So, du bist ein ganz guter Bergbauer, was mir eigentlich auch ganz gut gefällt. Mit Tieren kannst du umgehen. Und ein bisschen konstruieren. Das ist jetzt mal kein K.O.-Kriterium. Oh, hier haben wir einen Koch. Okay. Pflanzen und Handwerk ist mir eigentlich relativ wichtig. Bei einem Handwerker würde reichen. Okay, Krebsgeschwür. Nehmen wir dich mal raus. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit um den zu kümmern. Ist hier irgendeiner kein Idiot? Okay, einen muss ich auswürfeln. Auch dringend jemanden, der kein Idiot ist. Bedeutet, in dem Fall jemand, der geistige Arbeit kann, sonst kommst du mit dem Stamm. Komme ich in 100 Jahren nicht vorwärts. So, habe ich jetzt jemanden, der pflanzen kann? Du wärst gerade so ein Tauschkandidat. Pflanzen 7. Typ, Frau, whatever. Mit Pflanzen. Tauschkandidat, schieb dich mal ganz runter und jetzt würfeln wir ein bisschen, bis wir einen haben, der forschen kann, weil ansonsten war das Let's Play vergessen. Ein sorgfältiger Schütze. Also immer das bedeutet. So. Dich hier. Und zwar nur, bis du einen halbwegs sinnvollen. Und die Schwester sogar von der einen. Der Frauenstamm, ne? Sechs ist nicht, ne, sechs ist zu wenig. Aber normal würfel ich nicht etwas ungern durch, aber das macht ansonsten keinen Sinn. Neun ist schon besser, lernt es auch schnell. Insgesamt erstaunlich gut. Okay, dafür verweigert er einiges. Kindheit war ein Verrückter, sehr gut. Okay, dann starten wir mal mit den Jungs. Ab auf die Karte. Mädels, sorry. Nicht genderkonform. Jungs und Mädels. Und dann gucken wir uns dann mal, was es verschlägt. Die Götter waren sehr verärgert. Die Blutmaschinen kamen der Nacht. Sie fegten durch ihr Dorf, zerschnitten und verbrannten eure Leute mit ihren Klingen und Teufelsfeuern. Nur ein paar von euch konnten dem Gemetzel entkommen. Jetzt, nach einem zermürbenden Fußmarsch ohne irgendwelche Freunde, an die ihr euch wenden könnt, müsst ihr euch ein neues Leben in der Wildnis aufbauen, genauso wie schon eure Vorfahren vor euch. Klingt so ein bisschen nach Avatar, so der obere Teil. Ja. Dieser Anfangston ist so brutal laut, da kannst du die Musik echt abstellen und es ist immer noch saulaut. Dann lass uns mal ganz kurz gucken, wo wir hier zu Hause sind. Muffalo ist schon mal sehr gut, das heißt, da gibt es Futter. Umalupen, das heißt, wir könnten für Benzin sorgen, Kraftstoff sorgen. Hier gibt es was zu essen. Hier ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal schön. Hier ist ein Loch für Geothermie. Da würde ich auch direkt hier, wo wir jetzt stehen, bleiben. Das hier ist Schlamm, da kann ich nicht drauf bauen. Flaches Wasser. Das hier unten, hier wird irgendwas drin sein. Das heißt, da muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen triggere. Was soll man hier gucken? Plastahl, das ist ja mal geil. So. So, jetzt alles wegtragen. So, was haben wir für, oh ja, wir haben ein Tier als Husky. Ja, genau. Ein Husky als Tier, sehr gut. Er kann nämlich auch was tragen. So, dann fangen wir doch mal an mit einer Lagerzone. Wo ich hier oben hin machen. Und eine Abfallzone, da können wir auch erstmal alles reinschmeißen, da kommt es erstmal nicht drauf an. Dann brauche ich einen Haufen Holz. Einmal Holz bitte. Und dann würde ich auch sagen, das ist ziemlich wichtig, ne, baue ich hier mal so mein zentrales Haupthaus hin. Dazu brauche ich Holz, das ist eine Holzwand. Jetzt ein bisschen Abstand lassen, auf bei Abstand und dann
15 auf 15. Ich denn jetzt gemacht? 15? 15? Okay, 15 auf 15. Dann brauchen wir hier eine Tür. Dann haben wir erstmal an jeder Seite eine Tür zugemacht, das ist schnell. Außer mit ich, es gefällt mir nicht. Erstmal mittig baut. So, dann lass die das erstmal aufsetzen, die Jungs und Mädels. Dann können wir auch da drin schlafen. Das passt doch ganz gut. In der Zwischenzeit kann ich mal die Arbeit sinnvoll koordinieren. So, Patient darf jeder primär sein. Es wird gelöscht. Dann Arzt, definitiv. Bettruhe. Wer kann denn noch Arzt? Fünf. Ja, wenn es nichts Besseres zu tun gibt, kannst du auch Arzt machen, aufsehen. Das machen wir auf jeden Fall. Tierpflege. Lieben. Ja. Wenn du nichts Besseres zu tun hast, verhandeln. Passt. Ich brauche noch einen Aufseher, einfach für den Fall das. Dann Koch. Wichtig. Du, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Du bist mein Jäger. Du, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Bauarbeiter. Ja, Feldarbeit. Ganz wichtig. War auch irgendjemand, der ständig Feld macht. Bergbau. Ich muss ganz kurz anhalten. Das braune Höhlenkind kann natürlich irgendwie alles, ne? Okay, Waldarbeit. Mal mit 5, aber ich brauche auf jeden Fall meine Leute, die Waldarbeit machen. Schmieden. Da kann sich später drum kümmern, aber prinzipiell seid ihr immer die Jungs, die schmieden Kunst und so weiter. An nee, Kunst jemand anders. Kunst braucht kein Schwein. Transport. Ich habe zwei Stück, die nicht transportieren können. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Schwierig ist. Und du. Ja, den muss ich dann wahrscheinlich manuell als zur Jagd schicken, ne? Sonst. Kunst es nicht oder ich mache es so rum. Ne, Quatsch. So, dann passt eigentlich auch. Ja, so können wir das jetzt mal stehen lassen. Gut. Dann brauchen wir noch eine Zone. Und zwar brauchen wir gleich mal was zu essen. Ein zwischendrin. Eine Anbauzone. Und darauf machen wir erstmal Reis, weil Reis geht am schnellsten. Ah ja, und eine Sache, die ich noch machen werde, und zwar Böden, habe ich vorhin gesagt, Tilt Soil, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. Also die verbessert leider auch die Performance, die Feldperformance ein bisschen, was ich schade finde. Jetzt lieber, die würde einfach nur die Optik verändern, aber es habe leider nichts gefunden, was in die Richtung geht. Also nehmen wir die so lange. Und dann lassen wir loslaufen. Vielleicht ein bisschen schneller laufen lassen. Tiere mich noch mal ganz kurz gucken. Und zwar mein Husky, möge doch bitte alles Mögliche lernen. Der Affe braucht nichts zu lernen. Dann gucken wir doch mal Nahkampf. Du bist ein lernfähiger Fernkämpfer. Du bist ein Fernkämpfer. Wo ist denn der zweite Bogen? Hm, hat ich nicht zwei? Alter. Du bist U14. Warte mal ganz kurz. Dann stopp du mal bitte den Bogen. Hol dir mal das hier und du holst dir dann das hier. Du bist ein Nahkämpfer, du holst dir mal den Knüppel und dann haben wir noch irgendjemanden vergessen. Katze, halt die Fresse. Und du holst dir das Ding. Gut. Jetzt sieht das schon mal ganz gut aus hier. Dann brauchen wir. Oh, warte, Moment, bevor ich es vergesse. Ich muss mal ganz kurz langsam machen. Schlafsäcke. Drei. Fünf Schlafplätze. Fünf Schlafplätze. Und irgendwas wollte ich eben noch bauen, was ganz, ganz wichtig. Ah, ja, eine Schlachterbank. Können wir erstmal rausstellen. Davor und dann brauchen wir noch
Lagerfeuer und ich brauche eine. Deine Lagerzone, die ist nur für alles Löschen, alles Mögliche, was Nahrung angeht. Die kann ruhig drin sein, die muss nicht unbedingt draußen sein. So, wer ist mein Hauptbauarbeiter? Dann machen wir bitte da Feierabend. Nämlich 14 Uhr, haben wir eigentlich so die wichtigsten Dinge schon mal geschafft. Wir haben ein Dach über dem Kopf, weil da zumindest die alles weg hat. Das könnte ich noch gucken, ob wir was zu ernten haben. Und dann gehen wir noch auf die Jagd. Wildtiere hier. Roboter-Tab ist auch was Neues. Also eine Mod. Nichts Neues, ist eine Mod. Und zwar nehmen wir mal alles, was sich nicht wehrt hier. Mal einen übrig. Mal zwei davon. Auf Nachhaltigkeit achten bei dem, was wir jagen hier. Ist jagen? Nee, Weg. Wer ist denn mein Jäger nochmal? Bevel. Okay. Mal noch ein bisschen den Tag etwas verlängern. Jagen, mein Freund. Ich hätte gern ein bisschen Fleisch auf Tasche. Immer sehr unwohl, wenn ich nichts mehr zu essen in dem Spiel habe oder relativ wenig zu essen. Muss nicht unbedingt sein. Hier kommt mehr der Bauteile. Stahl, okay. Ja, so langsam kommt es mit den Treffern. Er fängt jetzt zu futtern und hört dann auf zu arbeiten. Bin jetzt auch nicht gewundert in dem Spiel. So, dann haben wir das. Dann könnten wir noch. So, dann bitte hier hin und lass mal das Essen raus. Danke. Möbel. Eine Fackel vielleicht noch, dass hier ein bisschen dunkler ist. Die Temperatur ist viel zu warm. Aber gut, kann man wieder arbeiten. Ey, Katze, du bist zu nichts zu gebrauchen, frisst mir aber alles weg. Machst du wieder Affe, fress Gras. Ich war die Katzen in dem Spiel, ey. Fressen einem immer die Haare vom Kopf. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken. Wahrscheinlich habe ich das Feld genau auf der falschen Seite gebaut, ne? Weil hier kommt Stein. Wahrscheinlich wäre es besser hier oben gewesen. Aber gut, setzen wir eh nochmal um. Ist jetzt nicht so tragisch. Dann habe ich da irgendwas Besonderes an Materialien. Ich habe relativ viel komprimierte Bauteile. Was ganz gut. Hier auch überall komprimierte Bauteile. Das Ganze ist cool hier. Granit. Also mein Hauptstein. Granit wahrscheinlich, ne? Der komprimierte Stahl, Granit und Stein. Ja, Granit ist so ein bisschen der Hauptstein. Das wird dann auch der Stein sein, aus dem ich Sachen baue. Okay, können wir ein bisschen schneller laufen lassen. Wer ist mein Koch? Koch, wer ist mein Koch? Tja, okay. Dann isst du morgen früh etwas. Ah. Vergessen die Aufgabe einzustellen. Und zwar. Zerhacke Organe, zerhackte Gliedmaßen, was ist denn das? Das ist ja widerlich. So, mal wieder ein bisschen langsamer. Dann bitte hier Aufgabe hinzu. Was brauche ich denn für Dörrfleisch? Brauche ich was Vegetarisches? Okay, dann kommt das mal nicht in Frage. Dann nehmen wir die einfache Mahlzeit, weil da brauche ich nichts für. Und dann hätte ich gerne 3 Stück pro Person auf Tasche. Das hilft. Sag bitte, du hast Pimkan gegessen. Ja, hast du, okay.
Also das komische Dörfleisch in dem Spiel. Bei den Jagdmaschinen was. Sehr schön. Guter Mann, guter Mann, guter Mann. Ein untätiger Kolonist Bäumes. Okay, warum bist du untätig? Bäumes. Ja, weil du tatsächlich dann nichts Besseres zu tun hast, ne? Da ist keine Fernkampfwaffe, dann gibt doch ein bisschen Feldarbeit, wenn du gar nichts zu tun hast, Feld- und Waldarbeit. Da kann man nicht viel falsch machen. Was kann ich denn noch produzieren? Ah, damit kann man direkt starten. Einfacher Labortisch. Die davon bauen. Perfekt. Gehen wir da mal direkt los. Und wir haben hier einen gescheiten Boden drin. Schon mal starten und ein bisschen Holz hacken. So, gut, aber dann erster Tag ist rum. Die Grundlagen für die kleine Kolonie sind geschaffen. Essen ist da, Wohnraum so halbwegs in der Gruppenkuschel-Ecke, aber ansonsten sieht es ganz gut aus. Nahrung ist angepflanzt. Wächst auch ganz gut. Reis wächst ja eh sehr, sehr schnell, hat dafür wenig Ertrag. Ja, aber dann habe ich zumindest mal was auf Tasche. Gut, dann sind wir erstmal soweit. Erste Folge rum. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.